Hier kommt Werbung. Werbung sagt Ihnen in der Regel, was Sie tun sollen. Nicht so diese Werbung. Sie müssen uns nicht lesen, aber Sie könnten es freiwillig tun, denn wir berichten unparteilich, seriös, aber immer investigativ. An 183 Stellen in Bad Hersfeld. Kostenlos. Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen, für Ihren Applaus, für Ihre Aufmerksamkeit und möchte mich jetzt so langsam von Ihnen verabschieden und freue mich, dass Sie Medikids so wunderbar unterstützen. Und wenn Sie Fragen dazu haben, dann kommen Sie bitte zu uns oder gehen auch gleich mit uns hoch in das Klinikum. Da können Sie auch die Kinder mal erleben. Ich bin schon so gespannt darauf. Ich freue mich so richtig zu sehen, wie es Ihnen geht und was alles entstanden ist durch Ihre Mittel, durch die Fördermittel für die Kinder. Und von daher sage ich auf Wiedersehen mit einem wunderschönen Song, mein Lieblingslied, sozusagen mit einer tollen Botschaft. Für Frauen, aber auch für Männer. Ich gehöre nur mir. Danke. Ich will nicht gehorsam, gezähmt und gezogen sein. Ich will nicht bescheiden. Ich bin nicht das Eigentum von dir, denn ich gehöre nur mir. Ich möchte vom Tag sein, herabsehen auf diese Welt. Ich möchte aufs Eis gehen und selbst sehen, wie lang's mich hält. Was geht es dich an? Muss ich es gehen? Ich gehöre nur mir. Willst du mich belehren, dann zwingst du mich bloß zu fliehen vor der lästigen Pflicht. Willst du mich bekehren, dann reiß ich mich los und flieg wie ein Vogel ins Licht. Und will ich die Sterne, dann finde ich selbst dorthin. Ich wachse und lerne und bleibe doch wie ich bin. Ich will mich, bevor ich mich verliere. Ich gehöre nur mir. Dankeschön.
Damen und Herren, eine wunderbare Stimme haben wir heute hier gehabt. Und ich kann Ihnen eins versprechen, ich bin so begeistert, dass ich dem Intendanten unsere Festspiele empfehle, für nächstes Jahr Edwina de Pota in das Festspielensemble aufzunehmen. Mit so einer tollen Stimme ist das wirklich etwas, was ist das zweite Versprechen, was ich gebe, ist, dass wir irgendwann im Herbst, Winter, Frühjahr, auf jeden Fall in den nächsten Monaten, mal abends ein Konzert in Bad Hersfeld mit Edwina de Pota machen. Sie hat es verdient, sie ist eine Spitzenfrau, eine tolle Stimme, meine Damen und Herren. So, und damit die beiden, die von Ferne zu uns gekommen sind, nicht ohne ein kleines Dankeschön nach Hause fahren, habe ich hier zwei Umschläge und die möchte ich sowohl dem Michael Sternkopf als auch unserer Edwina de Pota überreichen. Und zwar sind das Gutscheine für zwei Personen für den Besuch der Festspiele in diesem Jahr in Bad Hersfeld. Sie können sich den Termin aussuchen. Wir kümmern uns darum, dass Sie jeweils zwei Plätze bekommen und zwar auch sehr schöne. Also überreiche ich Ihnen und der Edwina als erstes und bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihr Kommen, Edwina, wunderbar. Ich bin einfach nur begeistert. Und dann haben wir noch den Dr. Schamlin, der möchte sich auch bedanken. Ja, damit Sie wissen, das ist das offizielle Geschenk des Klinikums. Das ist auch ein Dankeschön von unserem Klinikum-Geschäftsführer Martin Kötting. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Kommen. Es war wirklich ein tolles Programm, was wir, denke ich, geboten haben. Ich lade Sie alle ein für heute Nachmittag. Ab 14 Uhr feiern wir im Klinikum weiter. Da haben wir ein tolles Programm mit einem tollen Sänger, mit einem tollen Zirkus Icarus. Und vielen, vielen anderen Dingen. Es gibt auch Kaffee und Kuchen, Würstchen und alles ist vorbereitet. Also wer Lust hat, kommt bitte nachher ins Klinikum. Ausgeschildert ist alles. Sie werden es auf jeden Fall finden. Schönen Dank noch einmal und ein schönes Wochenende für Sie alle. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.